Happy Birthday, Jugendgär. Wir sind hier an einem Ort, der sinnbildlich ist für das, was du in den letzten 15 Jahren für Jugendliche in Graubünden gestaltet hast. Ich habe dabei dürfen ein Teil davon sein. Ich wünsche dir, Jugendgär, dass auch in den nächsten 15 Jahren ganz, ganz viele Projekte für Jugendliche entstehen. Happy Birthday! In der Oberen Au in Chur sind gerade zwei Projekte entstanden, wo du Jugendliche unterstützt hast, um ihre Ideen umzusetzen. Eigentlich, jedes Mal, wenn ich auf die Landkarte von Graubünden schaue, dann bin ich wieder neu überrascht. Denn jedes Mal ist wieder ein, zwei Jugendtreffen mehr drauf. Und das verdanken wir Jugend.gr. Jugend.gr ist die Stimme geworden in Graubünden, wenn es um Jugendarbeit geht. Wenn eine Gemeinde Jugendarbeit will, nimmt man mit Jugend.gr Kontakt auf. Und das wünsche ich mir auch in den nächsten 15 Jahren, dass es so weitergeht, dass weiterhin das Vertrauen besteht, dass professionelle Arbeit geleistet werden kann und dass vor allem die nötigen finanziellen Mittel weiterhin gesprochen werden. Wir vom CFI Ostschweiz haben vor allem mit Valla Graubünden zu tun. Valla Graubünden tut uns immer wieder zu ganz verschiedenen Gesprächen anregen. Zum Beispiel das Thema Emotionen, Vielfalt oder einfach auch zum gesunden Essen in der Lager. Das Ganze kommt dann bei der Durchführung und Planungen von Lager und Programm uns den Kindern wieder zugute. Nebenbei haben wir aber auch dürfen von den Ausbildungen von Jugend.gr abboten, wie zum Beispiel alles, was recht ist, unser Wissen, aktuelles Wissen wieder auf den aktuellen Stand dürfen heben. Wir vom CFI Ostschweiz wünschen euch zum 15-jährigen Jubiläum alles Gute und weiterhin viel Freude, Kraft und Ausdauer auf eurem Weg, den ihr geht. Auch, dass wir weiterhin gemeinsame gute Zusammenarbeit haben. Viel bleibend frisch und knackig auf eurem Weg. Ich wünsche Jugend.gr weiterhin viel Freude beim Gestalten, im Verein, aber auch draussen und vor allem draussen bei den Trägerschaften. Geniessen Sie, bleiben dran und geben Gas. Jugend.gr ist für mich innovativ, pionierhaft, kompetent, ausdauernd und auch diplomatisch. Das zeigt sich über die ganzen letzten 15 Jahre. Also Entwicklung und Wachstum auf verschiedensten Ebenen ist die grosse Konstante. Yo, Jugend.gr! Die offene Jugendarbeit Davos gratuliert euch zu einem 15-jährigen Jubiläum. Wo wären wir ohne Jugend.gr? Nirgends. Drum, ein fettes Dankeschön für euren geleisteten Support und für das riesige Netzwerk und die Infos, die ihr so gerne mit uns teilt. Für die nächsten 15 Jahre wünschen wir euch weiterhin so viel Erfolg wie bis jetzt, dass sich die Jugendarbeit im ganzen Kanton Graubünden weiterhin so entwickeln kann. Danke vielmals! Jugend.gr ist heute nicht mehr wegzudenken im Kanton Graubünden. Darum hat mich wenig überrascht, aber erfreut. Jugend.gr, die Kompetenzstelle im Kanton Graubünden. 2008 Vision, heute Tatsache. Wünsche tue ich Jugend.gr vor allem, dass sie in ihrer Mehrfachrolle mit der Zusammenarbeit mit Politikerinnen, Politiker, Jugendarbeitenden, Polizei, Jugendlichen immer eine gute Balance findet, zugunsten der Jugendlichen auch handeln kann. Jugend.gr, grossartig, innovativ, fundiert, vorausschauend, konstant, vielseitig und gewinnbringend. Bleibt weiter so hartnäckig, sodass noch viele Kinder und Jugendliche davon profitieren können. Mit 15 erst gerade zur richtigen Pubertät kommen, finde ich ganz, ganz super toll. Jugend.gr für uns aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie ein ganz wichtiger Netzwerkpartner, der vorne an der Front die Befindlichkeit von einzelnen Jugendlichen, aber auch von der Jugend als Teil unserer Gesellschaft, als wichtiger Teil erfassen kann. Was mir oder ich Jugend.gr für Zukunft wünschen, bleibend mit einem Bein immer in der Pubertät. Und das kann ich sagen, weil ich weiß, dass ihr hochprofessionelle Arbeit leistet. Vielen Dank. Jugend.gr. J für Jubiläum. U für Unterstützung. G für gemeinsam. E Entwicklung. N Netzwerk, D Dazugehörigkeit. 15 Jahre langen nicht.
Geschichte hat man früher angefangen zu schreiben, im Jugendtreff in Domatims ist man mit Winterjacken zusammengehockt und hat gefunden, etwas muss noch mehr geben. Man hat sich zusammengerauft, leider auch auseinandergerauft. Am Anfang der Name Tiger G, DJGR, Haufen andere hat man auch ausprobiert, Logos hat man auch auf Haufen ausprobiert. Jugend.gr, eine Erfolgsgeschichte, ein Projekt, das lehrbuchmässig fast durch alle Projektphasen durchgegangen ist bis jetzt. Ist cool, gibt es die noch. Gesponnen.